Avery, ich habe 10.000 Dollar auf dein Konto überwiesen. Du musst deinen Aufenthaltsort verlassen, denn ich glaube, jemand hat dich gesehen. Was? Es gibt ein zufälliges Bild von dir im Internet. Verschwörungstheoretiker fangen an, alles Mögliche zu behaupten. Dass du von Außerirdischen entführt wurdest. Dass deine Mutter dich irgendwo eingesperrt hat. Und dass du jetzt wegen irgendeines Verbrechens untergetaucht bist. Die Leute werden sich alles Mögliche ausdenken. Du musst dich nur aus dem Rampenlicht heraushalten, okay? Okay, Sandra, ich werde jetzt gehen. Danke, dass du mir es gesagt hast. Nicht zu danken. Und jetzt setz die Perücke drauf. Du fragst dich vielleicht, wer Sandra ist. Sie ist die Assistentin meiner prominenten Mutter. Du fragst dich vielleicht auch, was unser Plan ist. Nun, wir werden meine Mutter verklagen, sie ins Gefängnis bringen und ihr alles Geld abnehmen. Und wieso? Weil sie der absolut schlimmste Mensch auf diesem Planeten ist. Und wenn du mir nicht glaubst, wirst du es im Laufe der Geschichte bestimmt noch sehen. Sieh weiter zu. Als ich noch klein war, ließen meine Eltern sich scheiden und ich blieb bei meiner Mutter. Aber ich wurde mein ganzes Leben lang von ihrer Assistentin aufgezogen, da sie zu beschäftigt war, um sich jemals um mich zu kümmern. Aber das war schon okay. Sie waren lustig und ich hatte viele coole Sachen. Das beste Zimmer, das ich ein Mädchen vorstellen kann. Und all die neuesten Spielsachen. Ich ging auf eine Privatschule und im Gegensatz zu vielen anderen Kindern von Berühmtheiten hatte ich ein soziales Leben und Freunde, mit denen es Spaß machte zu spielen. Allerdings machten sich alle einen Riesenwirbel um meine Mutter. Abgesehen von ihren Assistenten und meinen Freunden schenkte mir niemand Aufmerksamkeit. Ich glaube, das lag daran, dass ich sehr durchschnittlich aussah oder vielleicht auch nur langweilig war. Ich weiß es nicht. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, bis ich ein Teenager war und mit meiner Mutter zu einer Talkshow eingeladen wurde. Wow, sie haben so eine hübsche Tochter. Wie kommt es, dass wir nie viel von ihr gehört haben? Nun, ich habe versucht, sie von der Öffentlichkeit fernzuhalten, aber selbst als ich mit ihr nach draußen ging, hat es niemand bemerkt. Avery, wie ist es mit so einer berühmten Mutter? Cool. Alle in der Menge jubelten. An diesem Abend war ich ein Trend auf Twitter. Die Leute teilten mein Bild und bezeichneten mich als verborgenen Schatz. Sie wollten wissen, wie ich meine Haare pflegte, meine Gesichtspflege machte und alles. Die Wahrheit war, dass ich nichts von all dem hatte. Ich konnte nicht verstehen, warum sie so viel Aufmerksamkeit darauf gaben, aber das war die Art von Aufmerksamkeit, die ich nicht gewohnt war. Ich stellte mich vor einen Spiegel und betrachtete mich. Es stimmte, ich sah nicht aus wie in meiner Kindheit. Ich war jetzt 16 und sah umwerfend aus. Meine Haare waren lang und glänzend, meine Haut war glatt und strahlend und ich hatte die schönsten Augen. Auch mein Körper war perfekt und ich hoffe, es klingt nicht so, als würde ich prahlen, aber es ist wahr. Am nächsten Tag erhielten wir Anrufe von vielen bekannten Bekleidungsmarken, die mir kostenlose Kleidung anboten und eine von ihnen bot mir sogar einen Modelvertrag an. Wir nahmen die Kleider natürlich an, aber meine Mutter sagte, dass ich mich auf die Schule konzentrieren müsse und dass das Modeln nichts für Mädchen wie mich sei. Ich eröffnete einen Instagram-Account und bekam sofort Millionen von Followern. Es war kein Problem für mich, das blaue Häkchen zu bekommen. Aber nach etwa einer Woche des Ruhms bemerkte ich, dass meine Mutter langsam genervt war. Sie wollte überhaupt nicht mehr mit mir reden und ich wusste nicht warum. Ich dachte, dass sie vielleicht nur einen schlechten Tag hatte, aber sie wurde von Tag zu Tag seltsamer. Eines Tages zum Beispiel, als ich von der Schule zurückkam, probierte sie gerade einige meiner Kleider an. Als sie mich reinkommen sah, holte sie ein paar Klamotten aus dem Schrank und verließ den Raum. Und so fing sie an, trendige Teenie-Kleidung zu tragen. Sie ließ ihrer Assistentin hunderte von Fotos von sich machen und postete einige davon auf Social Media. Irgendwann fing sie wieder an, mit mir zu reden, aber nur, um mich seltsame Dinge zu fragen. Eines Nachmittags saß ich im Wohnzimmer und sah einen Film, als sie das Schweigen brach. »Wie viel wiegst du?« Als ich die Antwort gab, schnappte sie nach Luft und sah aus, als würde sie gleich weinen. Am nächsten Tag teilte sie allen mit, dass sie eine strenge Diät mache und dass sie an Kohlenhydraten und Zucker sparen will. Sogar mein Eis. Ohne Eiscreme kann ich nicht leben. Ach du meine Güte. Glücklicherweise brachte eine ihrer Assistentinnen einen Mini-Kühlschrank in mein Zimmer. Ich konnte so viel Junkfood behalten, wie ich wollte. Aber es kommt noch schlimmer. Nach der Schule spielte ich mit meinem Handy und als ich eine Benachrichtigung von meiner Freundin Bella sah, stockte ich. Da war ein Artikel, der Titel lautete, wer ist heißer, Georgia oder ihre Tochter Avery? Die Ergebnisse sind da, es ist definitiv Georgia. Ein heißes Foto von meiner Mutter wurde neben einem Bild von mir gepostet, das wie eine Fotobearbeitung aussah und furchtbar aussah. Ich las den Artikel zu Ende und sah, dass er von einem Journalisten geschrieben wurde, der eigentlich ihr Freund war. Hatte sie ihn gebeten, das zu schreiben? Ich wollte nicht glauben, dass meine Mama mir sowas antun würde. Aber als ich nach Hause kam, wurde mir klar, dass sie es wirklich war.
Ich ging in ihr Zimmer, um den Artikel zu zeigen, aber sie telefonierte gerade mit ihrem Manager. Ich beschloss, draußen zu warten, bis sie fertig war. Aber nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was ich gleich hören würde. Natürlich habe ich den Artikel veröffentlichen lassen. Avery ist dabei, eine Sensation zu werden, und das kann ich nicht zulassen. Sie darf nicht beliebter werden als ich. Was soll das heißen? Ich werde älter und bin nicht mehr das heißeste Ding der Gegend. Das ist doch lächerlich. Sie wird nie schöner sein als ich. Und wenn du das glaubst, dann hast du Wahnvorstellungen. Ich kann dich feuern und einen neuen Manager finden. Weißt du das, hä? Dann legte sie auf und ich kam herein und sah sie schockiert an. Mom! Schatz, ich kann das erklären. Aber ich wartete nicht auf eine Erklärung. Ich knallte die Tür zu und ging in mein eigenes Zimmer. Am nächsten Morgen war sie nirgends zu finden. Ich fragte einen ihrer Assistenten und er erzählte mir, dass sie eine Falte am Auge entdeckte und fast einen Nervenzusammenbruch erlitt, so dass sie sich irgendwo einer Schönheits-OP unterzog. Das brachte mich so sehr zum Lachen. Ich beschloss, an diesem Tag zu Fuß zur Schule zu gehen. Und auf dem Weg dorthin stellte sich ein zufällig vorbeikommender Mann vor mich und machte ein Foto von mir. Als ich in der Schule ankam, war ich auf Twitter wieder in aller Munde. Hat Promi Georgia über Averys Aussehen gelogen? Und das Bild, das dieser seltsame Typ an diesem Morgen gemacht hatte, war überall zu sehen. Einige meiner Klassenkameradinnen begannen, Fotos zu machen und sie auf ihren eigenen Social-Media-Seiten zu veröffentlichen. Meine Mutter war natürlich stinksauer, aber ich habe versucht, ihr so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Ich bekam Anrufe von Leuten, die mich in ihren Werbespots oder Filmen sehen wollten, aber ich wusste, dass meine Mutter niemals ihre Zustimmung geben würde. Um ehrlich zu sein, wollte ich einfach nur aus dem Rampenlicht verschwinden, aber jedes Mal, wenn ich aus dem Haus ging, machten die Leute Fotos von mir und im Internet schwärmten alle davon, wie schön sie mich fanden. Ich dachte, dass ich vielleicht das Promi-Leben in Betracht ziehen könnte, nachdem ich erwachsen geworden war und von meiner Mutter weggezogen war. Jedenfalls wurde meiner Mutter klar, dass sie nicht lügen konnte, dass ich nicht schön sei. Ich habe einen sehr tiefen Schlaf. Es könnte sogar draußen ein Aufstand stattfinden und ich würde es nicht merken. Eines Morgens wachte ich auf und fühlte mich nicht so wie ich selbst. Ich war mir nicht sicher, was los war, aber ich war überzeugt, dass irgendwas nicht stimmte. Ich ging ins Bad, um mir die Zähne zu putzen und dann sah ich in den Spiegel. Ich schrie. Eine der Assistentinnen kam herbei. Was ist denn los, Schatz? Oh mein Gott, was ist passiert? Ich bin so aufgewacht, es ist furchtbar. In diesem Moment kam meine Mutter herein und hielt einen Pferdeschwanz, unter dem meine langen Haare hervorlugten. Es gibt nur eine hübsche Person in diesem Haus und das bist nicht du. Sie ging und ich brach in Tränen aus. Mach dir keine Sorgen, Avery. Es wird wieder wachsen. Fürs Erste kannst du eine Perücke tragen. Die werden heutzutage sehr gut gemacht. Wir können eine besorgen, die genauso aussieht wie dein normales Haar, sagte Sandra, während sie versuchte, mich zu trösten. Und das funktionierte eine Zeit lang. Ich hatte sogar Spaß dran, mit verschiedenen Perücken zu experimentieren. Ich trug alle möglichen Farben. Rosa, gelb, rot, lila. Mein Haar wuchs langsam nach. Ich war immer noch ziemlich beliebt und viele Mädchen beschlossen, dass sie auf Perücken standen. Aber glaubst du, dass meine Mutter dabei stehen geblieben ist? Natürlich nicht. Ein paar Wochen lang bemerkte sie, dass ich zunahm und dass ich überall im Gesicht Pickel bekam. Ich ging deswegen zum Arzt, aber sie konnte nichts feststellen. Haben Sie die Ernährung in irgendeiner Weise geändert? Fragte sie. Ich dachte eine Weile nach und dann wurde es mir klar. Ich hatte meine Ernährung überhaupt nicht umgestellt, aber könnte meine Mutter mir etwas ins Essen getan haben? An diesem Abend beschloss ich, die Aufnahmen der Überwachungskameras zu überprüfen und wir hatten in allen Räumen des Hauses Kameras. Ich sah, wie meine Mutter eine weiße, pulverförmige Substanz in mein Essen mischte. Manchmal mischte sie es in meine Smoothies und manchmal streute sie es einfach übers Abendessen, nachdem der Koch fertig war. Ich konnte es nicht fassen. Naja, um ehrlich zu sein, zu diesem Zeitpunkt konnte ich es. Sie wollte mich wirklich ruinieren. Ich ging auf mein Zimmer und dachte nach. Was wäre, wenn ich das an die Presse weitergeben würde? Alle würden sie mit Sicherheit hassen, aber das würde mir nicht passen. Was, wenn sie ins Gefängnis käme? Da kam Sandra. Hör mal, Avery, ich habe gerade erfahren, dass deine Mutter vorhat, dich weit weg auf ein Internat zu schicken und ich weiß, dass du es dort hassen wirst. Oh nein! Aber ich habe eine Idee. Was? Du musst einfach weglaufen. Verschwinde von hier. Ich kann dir Geld schicken, wann immer du es brauchst, weil ich Zugang zu all den Konten deiner Mutter habe. Sie überprüft nicht mal die Transaktion. Wenn du alt genug bist, kannst du sie verklagen. Sie wird ins Gefängnis gehen und du bekommst ihr ganzes Geld. Ich habe dich genug leiden sehen. Ich glaube, es wird nur noch schlimmer werden. Du musst gehen. In diesem Moment wurde mir klar, dass Sandra recht hatte. Ich musste so weit wie möglich weg von meiner Mutter. Ich packte meine Tasche, schlich mich noch in der gleichen Nacht weg. Und meine Mutter hat sich nicht mal die Mühe gemacht, nach mir zu suchen. Nicht einmal eine Vermisstenanzeige wurde aufgegeben. Ich schätze, es war ihr wirklich egal. Aber eines Tages wird die Wahrheit ans Licht kommen. Ich werde mich rächen.